Hallo, es ist Donnerstag, 22.10. Es ist 10:30 örtliche Zeit. Wir stehen hier bei einem Auffanglager in der Nähe von Mantamadas. Und das ist im Nordosten der Insel, ziemlich genau in der Nähe der Strände, wo ein Großteil der Refugees ankommt, nachdem sie die 6 Kilometer lange Überfahrt aus der Türkei gemacht haben. Das Lager hier wird betrieben vom Ärzte ohne Grenzen und vom UNHCR. Es hat die Funktion, dass die Flüchtlinge, wenn sie vom Strand ankommen, hierher gehen können, um dort erstmal eine Karte zu bekommen in verschiedenen Farben, um dann von hier aus weiter gefahren zu werden in Bussen in die Hauptstadt nach Mytilene. Absurderweise ist es verboten bei hoher Strafe, die Refugees vom Strand hierher zu bringen im Auto. Aber wenn sie erstmal hier angekommen sind, das sind etwa 20 bis 30 Kilometer von den Stränden entfernt, dann haben sie eben auch die Möglichkeit, hier mit dem Bus weiterzufahren in die Hauptstadt, um dann von dort mit der Fähre nach Athen rübergebracht zu werden oder in dem Hotspot in der Nähe von Mytilene registriert zu werden. Und gestern haben wir in dem Lager zum einen Erik und Kari getroffen, die auch aus Deutschland kommen und gerade hier sind, um von Spendengeldern gekauftes Wasser und Essen an die Refugees, die vom Strand hierher laufen, zu verteilen. Und auch Naim, der uns ein kleines Interview gegeben hat. Und er ist vier Stunden, bevor wir das Interview geführt haben, an Land angekommen, ist dann den Fußmarsch zum Lager gelaufen. Man hat uns auch erzählt, dass er immer noch nass ist vom Meer. Er ist geflohen, weil er ISAF-Übersetzer war, und als die Truppen sich dort zurückgezogen haben aus Afghanistan, war natürlich sein Leben nicht mehr sicher. Okay, ich stehe jetzt hier mit Najim im Camp, was direkt an der Ostküste von Lesbos ist, und er ist quasi gerade heute erst angekommen. So, Najim, you just arrived today from Turkey. You just arrived from Lesbos just a few hours ago. Can you tell us what happened after you arrived at the coast? Did you walk here all the way? Yeah, we are after we finished the river. After that, we walked to the north here. And you know, you're still wet from the sea. Yeah, okay. We come to here and we're walking, and now we have to leave in this camp. I don't know, this camp is left me of this camp. Okay. And how many hours did you walk today? How many Yeah. How many hours? Chance to come with him? Five. Yeah, they're coming. Oh, yeah, they're coming. Five hours. Okay. I think. And what? Where do you come from? You come from Afghanistan? Yeah. From which region? Which province? Yeah, which province? Herat. 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 And how long did you travel to get here? How many days? Yes. 25 days. Yeah. 25 days? Yeah, right now. So you translated from English to the regional dialect of Afghanistan? Yeah. And after the ISAF forces were removed, you were threatened with your life, probably. Yeah. This is, we don't have guarantee in Afghanistan life, and Taliban also killed many of people, translated people. Yes. And in our premises, come Taliban. Now in our district is very many people in Taliban. We can't stay here, and we what should we do? We go in Germany there also. And life is safety. And you can. And you want to go to Germany? Yeah. Do you know which city? Everywhere. Do you have friends in Frankfurt? Do you have friends or relatives in Frankfurt? Do you have family there? My family, no, but I want like that. Because we have safety in our life. And what do you want to do in Frankfurt? Do you want to work? Yeah, we want to study and work. What do you want to study? I want to study engineering mechanic. Mechanical engineering? Nein. Okay, thank you. Wir werden jetzt gleich weiterfahren in Richtung Molivos, um uns dort ein Bild von der Lage zu machen und dann unterwegs eben auch Getränke und Müsliriegel verteilen und versuchen, den Refugees Hilfestellung zu geben auf dem Weg hierher.
Mitnehmen darf man sie ja nicht, aber man kann ihnen zumindest etwas Orientierung geben.